Hallo Freunde, es ist Freitag und das heißt Videozeit bei uns. Eines Morgens hat es bei mir an der Tür geklingelt und ich bin immer total hibbelig, wenn neue Pakete kommen. Doch dieses Mal kam es nicht von Begardi, nein. Es kam was von unseren guten Freunden von Rebel Airsoft. Und zwar, ich hole es mir mal immer fix. Es kam ein Paket. Es kam das zweite Paket. Und noch das dritte Paket. Und wir, beziehungsweise ich, fangen heute mit dem Review an der Zyma 125 AEP-Pistole und ob man die verwenden kann und ob die genauso cool ist wie ihr Glock-Vorbild, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Beginnen wir wie immer mit unserem Lieferumfang. Geliefert wird euch das Ganze in dieser Pappschachtel mit einem Abbild von der Waffe und ein paar Warnhinweisen bzw. Hinweisen zu der Waffe selbst. Dann haben wir in dem Ganzen einmal den Akku, 7,2 Volt Nimha-Akku mit 500 mAh, das passende Ladegerät dazu, war jetzt leider bei mir nicht dabei. Aber bei euch ist es auf jeden Fall dabei. Dann eine kleine Päckchen, ich schätze mal 200, 300 Schuss, irgend sowas, BBs. Und natürlich die AEP selber. Und natürlich auch das passende Magazin dazu. Schauen wir uns das Ding doch genauer an. So, schauen wir uns das Ding mal genauer an. Wir haben den kompletten Upper Receiver hier aus Aluminium gefertigt. Wirkt sehr robust und auch sehr anständig verarbeitet. Der komplette Lower Receiver inklusive Rail-System hier vorne und Griff bzw. Magazinabdeckung sind hier aus Kunststoff gefertigt. Aber wie wir finden, jetzt keinen schlechten Kunststoff, sondern relativ hochwertig das Ganze. Zahlreiche Pins und Schrauben im Inneren sind hier ebenfalls aus Metall gefertigt. Was schön ist, ist auch, dass der Hahn hier aus Metall hergestellt ist. Genauso wie der Fake-Verschlussfanghebel ebenfalls aus Metall gefertigt ist. Und das Magazin-Auswurfhebelchen ebenfalls aus Metall gefertigt ist. Was auch zu erwähnen ist, was Metall hergestellt ist, ist der Abzug. Einmal zum Magazin noch. Das Magazin hier ist natürlich aus Metall gefertigt, sehr schön verarbeitet, fietet einmal frei, kann man echt nicht meckern. Gehen wir noch schnell auf die Markings ein. Das ist hier relativ schnell gelöst, denn es gibt nicht viele Markings. Wir haben lediglich auf der linken und auf der rechten Seite die verschiedenen Feuerwehrpositionen. Und das war's auch schon. Mehr ist es nicht, mehr gibt's nicht. Mehr wollen sie nicht. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder für euch im Krone- und im Schusstest gehabt. Wir haben gekront, wie immer, mit 0,20 Gramm Kugeln und geschossen das Ganze auf 15 Meter, ebenfalls mit 0,20 Gramm Kugeln und eingestelltem Hop-Up-System. Und ob wir da gute Ergebnisse erzielen konnten, das zeige ich euch jetzt.
Sind wir im Technikbereich, schauen wir uns die Zymer 125 heute mal ein bisschen genauer an. Wir entfernen als erstes den Akku. Mal an dieser Seite hier so auswerfen, der hier drin ist. Den legen wir uns auf Seite. Dann das Magazin. Hier auch gleich die erste der erste Unterschied. Das ist das Magazin von der Zymer CM125 und das ist das Magazin von der Zymer Glock 121, glaube ich. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall von der Glock und von der 1911 und von der P226. Ja, man sieht es. Hier, ich halte es mal nebeneinander. Die Kugelzuführung ist anders. Ihr könnt die Glock-Magazine nicht in der 125 verwenden, da müsst ihr diese hier kaufen. Gut, Magazin, legen wir uns auf Seite, den Upper Receiver, Metall legen wir uns auch auf Seite. Dann haben wir hier die Glock vor uns. Wir schauen uns mal ein bisschen die Mechanik an. Dafür schraube ich euch mal die Kunststoffabdeckung schnell runter. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht gekriegt, auch nicht schlecht. Gleich so was Wichtiges. Also, nehmen wir die Kunststoffabdeckung runter, vorsichtig abnehmen. No. Vorsichtig raushebeln. So, dann kommt euch schon da hier die ganze Elektrik entgegen. Wir haben hier die Kabelzuführungen, die hier an den Kontakten liegen, links und rechts, die mit dem Schieberchen hier verbunden sind, wo der Akku eingelegt wird. Hier kann man zum Beispiel schon die erste Modifikation vornehmen. Man kann das komplett rausbauen und an einen normalen Stecker anbringen oder Mini-Tamiya oder Mini-DIN oder was euch halt gerade so vorschwebt, was eure Akku-Geschichten sind und kann die dann verstauen hier oben. Link zu den kleinen Akkus ebenfalls unten in der Videobeschreibung. So, dann haben wir hier schon mal die Zylindereinheit, beziehungsweise hier die Zylindereinheit und das Nozzle, das die Kugel nach vorne bewegt. Das Hop-Up sieht man hier auch recht schön, das Hop-Up-Rädchen haben wir dementsprechend einstellen, wie man es gerade braucht. Gut, dann hole ich euch noch schnell die Gearbox raus, damit ihr mal seht, wie so eine Gearbox aussieht von so einer AEP. Dafür machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich nehme sie jetzt doch nicht raus, weil ich habe gemerkt, die ist im Inneren irgendwie hier an der Seite verklebt. Ich hatte jede Schraube raus, aber die Gearbox ging einfach nicht nach unten rausschieben wie bei den anderen Modellen. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn jemand eine Idee hat, schreibt es halt in die Kommentare. Ich bin mir jetzt überfragt. Ich will auch nicht die Waffe jetzt kaputt machen oder sowas. Dementsprechend werde ich es jetzt halt so abhandeln. Also ich werde vielleicht jetzt halt ein Bild einblenden und euch dazu ein bisschen was erzählen. Ja, ganz einfach. Die Zymer benutzt die normale AEP-Gearboxen. Dieser wird hier über dieses Zylindersystem mit Luft versorgt. Also wir haben hier vier kleine Stahlzahnräder drin, die von dem kleinen Motor hier unten angetrieben werden und hier oben dann senkrecht, nicht diagonal, sag ich schon, senkrecht, nicht waagrecht, wie bei den ursprünglichen Gearboxen mit der Luft senkrecht komprimiert und wird sozusagen durch das Nozzle und den Lauf die Hop-Up-Kammer nach draußen befördert. Die AEP-Gearboxen von Zymer sind ihrem Ruf voraus, also sie sind sehr stabil. Ich benutze selber eine AEP und muss ganz ehrlich sagen, dass ich damit bestimmt schon 2.000-3.000 Schuss durch habe. Habe sie auch schon seit, keine Ahnung, 3-4 Jahren und muss ganz ehrlich sagen, sie funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Diese Dinger sind saurobust für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist einfach Bombe. Also da könnt ihr euch fast nichts Besseres vorstellen im AEP-Bereich.
Ja, wie gesagt, technisch gesehen würde ich lediglich die Stromzufuhr ändern, dass man das auf Dienststecker umlötet und mit einem kleinen Akku hier oben dann sozusagen einbringt. Ja, gut, okay. Leider nicht so ausführlich, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, aber gut, wie gesagt, ich möchte den Body jetzt auch nicht kaputt machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Fazit. Machen wir noch schnell das Fazit zur CM125. Genau. Also, wir haben die Verarbeitung äußerlich ist auf jeden Fall sehr gut gelungen für diese Preisklasse. Überraschend gut, muss man sagen. Sie liegt super in der Hand, hat ein schönes Gewicht, gar keine Frage. Die Leistung out of the box ist okay, kann man aber bei AEPs noch verbessern. Ist auf jeden Fall möglich. Dann haben wir die Möglichkeit, der Akku, der dabei ist, ja, ist Müll, auf gut Deutsch. Schreibt da am besten Rebel Airsoft an, ob sie euch auf Lipo umbauen. Das bieten die an, das ist überhaupt kein Thema. Für einen kleinen Obolus ist dieser Umbau für euch möglich. Entschuldigung. Wenn sie auf Lipo umgebaut ist, hat sie eine wesentlich höhere Kadenz. Und auch das Ansprechverhalten wird wesentlich angenehmer von der Waffe. Kommen wir noch schnell zum Magazin. Das Magazin wirkt auf den ersten Blick wie gewöhnliches von der Glock oder von den übrigen AEP-Pistolen von Zymer. Ist es aber hier nicht. Also die Magazine aus Glock, was es sonst noch so gibt, P226 glaube ich noch, 1911er. Passen nicht in die 125. Da müsst ihr separate bestellen bzw. separate kaufen. Natürlich ebenfalls alles erhältlich bei Rebel Airsoft. Ja, wie gesagt, sie ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu Gas-Backup-Waffen oder CO2-Waffen. Wird auch auf jeden Fall im Winter ihren Dienst tun, was ein sehr großer Pluspunkt von der Waffe ist. Das Feeling ist gut, sie funktioniert, wird lange ihren Dienst tun. Man ist es gewohnt von den Zymer AEPs, die sind fast unkaputtbar und für den Preis eigentlich unschlagbar im Backup-Bereich. Ja, ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite her. Ich kann euch das auf jeden Fall wärmstens empfehlen, diese guten Dinger hier. Macht auf jeden Fall nichts falsch für den Preis. Ansonsten noch zu Rebel Airsoft. Dieser Shop ist recht neu. Link zu der Waffe bzw. zum Shop in der Videobeschreibung. Auch dazu zu sagen, dieser Shop besitzt auch ein eigenes Feld, auf dem wir, die Franconian Vipers, öfters zu geben sind, spielen. Link packe ich euch ebenfalls unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr kontaktieren, die Leute, die Jungs, und die helfen euch auf jeden Fall weiter, auch wenn ihr Bock zu zocken habt. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir das. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und haut rein, euer Heubi FV. Macht's gut.